It's Showtime, Finale der Damen in Potsdam. Gegenüber standen sich die letzten beiden verbleibenden Teams. Auf der einen Seite der Favorit, SV Bayer Uerdingen. Auf der anderen Seite die Damen aus Nordrhein-Westfalen, Blau-Weiß Bochum. Uerdingen von links nach rechts setzte früh in der Partie das erste Ausrufezeichen. Helena Kammermeier nutzte das Überzahlspiel aus und traf zum 1:0. Bochum war zwar physisch präsent, aber das körperbetonte Spiel forderte frühzeitig einige Hinausstellungen, was den Damen in den dunklen Kappen natürlich in die Karten spielte. Die Mannschaftsführerin Claudia Blomenkamp mit dem 2:0 aus Sicht von Bayer. Ja, und Bochum, die durften dann auch mal. Erster richtig gut vorgetragener Angriff der Westfalen und der Anschlusstreffer. Torschützin Nummer 2, Lynn Freisewinkel. Bochum also aus dem Winterschlaf erwacht und endlich mit von der Partie. Doch wer dachte, die Westfalen könnten jetzt die Aufholjagd starten, lag falsch. Bereits mit diesem Gegenzug erhöhte Bayer auf 3 Tore zum 4:1. Shino Magariyama mit ihrem ersten Tor. Zu Beginn des zweiten Viertels ein anderes Bild. Bochum kam gut rein in diesen Spielabschnitt und traf mit diesem schönen Heber in Person von Kim Sabri Illinger. Nur noch 3:5. Die kleine, die geringe Chance auf die Überraschung, also weiterhin am Leben. Doch Uerdingen hatte hier mal gar keine Lust auf Überraschung oder ähnliches und wollte frühzeitig alles klar machen. Hier das 6:3 durch Claudia Kern. Und Bochum, ja, da kam nicht viel. Die Westfalen im Angriff einfach zu schwach an diesem Tag. Oder besser gesagt, die Abwehr von Bayer einfach zu gut. Wie man es richtig macht, zeigt im Gegenzug Uerdingen. Nächster Treffer, 7:3. Anja Seifert mit dem blitzsauberen Konter. Die Tempoverschärfung für die Damen in den weißen Kappen einfach zu hart. Da kam die Halbzeit gerade recht. Doch so richtig half die Pause den Damen aus Bochum nicht. Der Kader vom Gegner aus Uerdingen einfach zu stark besetzt, um im zweiten Durchgang hier wirklich noch was zu reißen. Trotzdem muss man aber anerkennen, dass die Westfalen sich zu keiner Zeit aufgaben. Caroline Nentige mit dem zwischenzeitlichen 5:11. Aber wie gesagt, Uerdingen über das gesamte Spiel unfassbar dominant und dazu mit solch schönen Toren. Herrlicher Treffer von Berlin Fosseberg zum zwischenzeitlichen 12:5. Am Ende geht der Titel vollkommen zurecht nach Uerdingen. Mit 15:7 schlagen die Damen aus der Seidenstadt den nie wirklich gefährlichen Gegner aus Bochum. Und wenn man ehrlich ist, kam das nicht ganz überraschend. Ja, ich fühle mich natürlich super. Das ist immer ein tolles Gefühl, wenn wir so einen Titel einheimsen können. Und ich freue mich einfach jetzt auf den Nachmittag noch. Ich hoffe, dass wir ausgelassen feiern können. Und ich bin einfach überwältigt, aber das bin ich immer, wenn wir irgendwas gewinnen. Und ich bin einfach stolz, dass ich in so einer Mannschaft spiele. Für Bochum bleibt dagegen nur Platz 2. Und trotzdem von Trauer keine Spur. Wir sind hier hingekommen, um unser Ziel zu erreichen, Zweiter zu werden. Und alles andere wäre das Nonplusultra gewesen. Wir waren total happy, dass wir ins Finale gekommen sind und haben uns gesagt, alles, was jetzt kommt, ist Zusatz. Wir haben alles gegeben, es hat leider nicht gereicht, aber wir sind total happy mit der Leistung, die wir vorgebracht haben. Also SV Bayer Uerdingen 08 verteidigt den deutschen Wasserballpokal und darf sich nach dem letztjährigen Finalsieg erneut Champion nennen. Auch von uns herzlichen Glückwunsch.